an Weltreiselogbuch, Tag 67 und 68. Wie ging es weiter auf dieser unverhofften Blackout? Gutes Lied. I'm sexy and I know it. Jetzt kann ich mal mein Schwabbelbauch zeigen. Okay. Bevor mich hier die ganzen Leute auslachen. Tag 67. Ins Hostel. Weil es mir bei der Couchhörerin nicht gefallen hat. Unsere alten Bekannten treffen wir hier wieder. Das Wildhover. Hallo Wildhover. Wir kennen uns ja schon aus La Paz. Und davor? Stimmt nicht. Es gibt drei Wildhover. La Paz, Cusco und Arequipa. So, wir sind in Cusco im Wildhover. Super cool, nicht so schlimm partymäßig wie das La Paz. Sehr angenehm, Essen war gut, fand ich sehr cool da. Ja, den ersten Tag nur ein bisschen relaxed, ein bisschen auch länger geschlafen, weil Machu Picchu hat einem schon ziemlich viel Kraft gekostet. Beziffern war es mal halt ein Nerd Day, aber war es nicht. War wieder mehr schlafen. Ja, so ist das. Ne? Ich wundere mich nämlich auch, wenn ich jetzt gerade so darüber rede, so von wegen, naja, man schläft oder man hat mal ein Nerd Day. Ich meine, man reist ein Jahr, ne? Und man hört ja von den Leuten immer, ach, man hat so viel unternommen und sogar. Da gibt es auch ganz, ganz viele Tage, wo man nichts gemacht hat. Wo man einfach nur mal rumgehangen hat. Mädels würden sagen, ja, sie haben ganz viel gelesen manchmal. Das braucht man auch mal, klar. Aber muss man auch nicht haben. Bei mir ist es dann halt immer am Computer abhängen oder mit Leuten quatschen. Leute quatschen wahrscheinlich mehr. Natürlich nicht mehr am Computer hängen. Aber Leute quatschen, klar, wenn sie es ergibt. Oder rumlaufen in der Stadt, futtern und nach Frauen gucken. Ja, man guckt ganz häufig nach Frauen. Deswegen ist man ja nicht unterwegs, das ist ja doof. Nee, aber an dem Tag ist halt wirklich nicht viel passiert. Das Wildhover war aber wirklich super. Ja, nächsten Tag ging es dann schon los, beziehungsweise sondern an dem Tag, Schlaftag, habe ich mich dann halt auch noch gekümmert in Cusco, was man dann halt noch an Touren machen kann, weil ich ja viel gehört habe, so von wegen, ja, es gibt in Cusco halt viel zu sehen. Also drei Sachen gibt's. Einmal City Tour, Cusco und rundherum, ein bisschen Inka-Zeug. Sacred Valley, also so alles so ein bisschen so verstecktes Inka-Zeugs, Gebiete, Orte und Verstecke der Inkas. Und dann noch der Manu-Nationalpark. Manu-Nationalpark halt, würde ich fast sagen, Regenwald, so ein bisschen. Nicht Amazonas, aber halt auch cool. Problem war, es ist ziemlich teuer gewesen, ungefähr 250 Euro. Ich habe dann eine Agency gefunden, wo ich nur 600 zahle, also 600 Dollars. Hier was gebissen? 600 Dollars und ja. Den hatte ich das Geld gegeben und später dann, als wir uns treffen wollten, wo es dann so eine Exkursion gibt, was passiert und bla bla, was musst du mitbringen, haben sie mir gesagt, dass die anderen abgesagt haben, dass ich, dass zu wenig Leute sind und dass die Tour nicht stattfinden kann, bla bla. Und dann habe ich schon befürchtet, dass ich mein Geld nicht zurückkriege, aber hat dann gut alles geklappt, wurde dann auch ziemlich, nicht lautstark, aber ziemlich businessdeutsch, dann halt von wegen. Leute, so geht das nicht. Sacred Valley hatte ich dann gebucht für den nächsten Tag. Und Sacred Valley, also wie gesagt, war ja wieder zwei Tage zusammen, war auch alles ganz super. Manchmal wieder zu viel Information, würde ich fast sagen. Aber nee, war alles noch im grünen Bereich. Am coolsten war noch Isla, also der Sonnentempel, wo die Sonne wirklich aus einem Berg hervorkommt und wo in dem Berg ein Gesicht gemeißelt war, aber die muss man sich schon mit viel Fantasie dann einbilden, sage ich jetzt mal so. Und direkt von dem Auge kommt die Sonne auf diesen Tempel rauf. Und diese fetten Felswände, also die sind wirklich riesengroß, also viel größer, als man
hoch ist, also zweimal mich hoch und zweimal mich breit. Man hat sich immer gefragt, wie die das machen, also diese riesen Felswände da hochkriegen. Die haben die von ungefähr 3-4 Kilometer da, haben die so eine Felsversprünge, wenn es Risse oder sowas gab, da haben die Holz zwischengemacht, auf das Holz dann Wasser, und das dehnt sich dann aus und dann immer wieder. Und ja, bis das runtergefallen ist und dann halt mit Holz, also mit Baumstämmen dann halt. Scheiße, Alter, was beißt mich denn hier oben? Hier ist das der Boden. Eine Rotz hier. Gut, wie auch immer, Sacred Valley war voll cool. Paar Jumping-Fotos gemacht. Ja, was soll ich euch großartig über die Orte erzählen? Ich weiß es nicht mehr. Also wie diese einzelnen Orte heißen. Es gab viel Inka-Zeugs. Inkas sind beeindruckend von ihrer Architektur, von ihrem Lebensstil und ihrer generellen kulturellen, ja, generell ihre Kultur. Schon ziemlich beeindruckend und ziemlich interessant, aber irgendwann ist auch gut. Ja, also es gibt auch mehr Mayas, Azteken und sonst was für verlorene Gestalten, die da in der Welt herumtummeln, die auch immer noch teilweise irgendwo Kannibalen, ja, wie auch immer. Ja, das Luftballon. Das war's zum Sacred Valley Tour. Ja, also quasi ein halber, also ein Ruhetag und wieder was getan. Genauso muss es sein. Und ja, Manu Nationalpark fällt ja dann flach, da fahre ich nicht hin. Aber ist auch ganz gut, weil ich ein bisschen Geld spare, weil diese 4-Tagestour, also ich habe, weil es ja ging monatsübergreifend beziehungsweise länderübergreifend, deswegen musste ich das ein bisschen aufteilen und Machu Picchu war der teure Park. Das heißt, in Bolivien, wie viel ich da ausgegeben habe und hier und da, ist denn schon relativ, also es sind dann für 300 Euro, ist schon relativ, was dann ungefähr 200 für Büro drauf ging, ist ja schon mal viel. Und wenn ich jetzt nochmal eine Tour für 150, 200 Euro mache, dann ist schon fast die Hälfte vom Büro weg. Deswegen habe ich gesagt, ne, ist gut, mache ich irgendwann andermal. Und ja, das war's dann auch schon. Und ja, das war's schon. Gut, Leute, lasst es uns das gewesen sein für hier Location-Wechsel beziehungsweise mal was anziehen oder in die Pool springen und was trinken. Es ist so warm, unglaublich. Alles klar, bis dann. Tschüss.